Aloha, Freunde, da sind wir wieder. Jetzt gibt's die Operation Narei. Ich habe mir ein bisschen Verstärkung geholt. Meine Frau, Rania 83, ist mit dabei und wir werden zusammen die Operation Narei fahren und versuchen für euch ein paar kritische Punkte herauszuarbeiten. Und eine Sache habe ich euch vorhin nämlich nicht so richtig gezeigt. Hört mal diese geile Musik an. Ist jetzt gerade nicht so ganz klar zu erkennen, aber die haben die deutsche Nationalhymne hier mit eingearbeitet. Wenn wir jetzt noch einen Moment im Hafen sind, dann fängt die Musik wieder von vorne an und ihr hört dann so unterschwellig die deutsche Nationalhymne mitlaufen und dann geht sie über in World of Warships Musik. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Müsst ihr ganz genau hinhören. Ich glaube, da war es ganz kurz mal zu erkennen, die Klaviermusik. Egal. Da ist sie wieder. Sehr schön. Egal. Ich will euch jetzt nicht ewig die Musik hier vorspielen. Die könnt ihr euch demnächst selber alle live anhören. Wir sind schon soweit. Maus, suchst du bitte noch dein Schiff aus? Da ist es. Da ist es. Die Algerie. Deutsch-französische Freundschaft. Aloha. Hallo. Dann gehen wir mal auf die Feindfahrt. So. Operation Narei, mal gucken, wie lange wir brauchen, um eine Gruppe zu finden. Ich hoffe nicht ganz so lang, es wird sicherlich einige geben. Die hier mitfahren wollen. So, also, besonders, wir haben wir schon Gefecht, Besonderheiten. Durchbrecht eine gut geschützte feindliche Linie und oder, also besteht aus zwei folgenden Aufgaben. Durchbrecht die gut geschützte feindliche Linie. Nähert euch der feindlichen Basis und unterstützt eure Truppen bei der Landung durch das Zerstören von gegnerischen Schiffen. Ihr könnt das Unternehmen auf zwei Arten abschließen. Verteidigt verbündete Truppen, bis ihre Landung erfolgreich abgeschlossen ist, oder zerstört alle feindlichen Kriegsschiffe. Eure Wahl sollte sich nach der Aufstellung und der Spielweise des Teams richten. So, hier oben starten wir. Wir müssen hier den Weg runterfahren. Habt ihr ja vorhin quasi schon gesehen. In dem Preview-Video. Hier gibt es wieder ein nettes Bild. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier so aussieht. Was haben wir für Schiffe dabei? Wir haben eine Fidschi dabei, wir haben eine Kolo dabei, wir haben jede Menge Frachter, eine Gneisenau und eine Algerie und noch eine Gneisenau und noch eine Algerie. Alles klar. Hier ist auch die Übersicht besser. Ist ein bisschen einfacher als rumzugucken. Ich denke mal, ich habe die Zerstöreraufgabe hier wahrzunehmen, da ich einer bin. Ich werde mich gleich mal nach vorne pirschen. Und gucken, dass ich hier ein bisschen aufklären kann. Ich bin 6,8 Kilometer sichtbar und 8,5 Kilometer weit kann ich torpen. Und das heißt, wenn man in dem Kreis ist, ist man quasi. Das ist anscheinend die Reparaturgeschichte. Focus Fire der erste sollte jetzt auf dem Turm sofort liegen. Die Schiffe legen sofort los. Ich bin noch nicht offen, aber rechts kommt eine Danae. Mein Job ist wahrscheinlich dann eindeutig. Ich fahre gleich schon mal nach vorne, damit möglichst früh die Schiffe hier von den Gegnern aufgeklärt werden. Ah, mein Torpedowerfer ist noch nicht so weit. Ah, das war doch ein guter Treffer. Sehr schön, da näher raus. Und jetzt ist noch diese komische Turin da drin. Hervorragend gemacht. Okay, Nikolas. Das ist so typisch dann wohl mein Gegner.
Sehr schön, Nikolas raus. Ich habe natürlich so geskillt, wie es sich für einen Zerstörerfahrer gehört. Mit letzter Anstrengung, sodass wir auf jeden Fall weiter manövrieren können, wenn auch nicht mehr ganz so gut wie vorher. Aber wir können auf jeden Fall weiterfahren und das ist wichtig. Sehr schön, Nikolas ist auch raus. So, da kommen Bomber und Jäger und es ist nur ein Turm noch sichtbar. Gucken wir mal. Angezündet haben wir die Iron Duke auch. Sehr gut. Ja, auch raus. Und da vorne kommt New Mexico. Eine Cleveland wird aufgedeckt. Ein paar weitere Türme. Hab schon ein bisschen was gelitten. Und werde jetzt einmal rüberfahren, mich kurz reparieren lassen, um für den nächsten Kampf aufgestellt zu sein. Drehe die Türme und beim Fahren. Ich habe meine Maß extra auf Kampfentfernung geskillt. Aber wenn ich euch hier noch ein bisschen was zeigen will, geht es nicht anders. Ich muss einmal in die Reparaturbasis rein. Wir bauen Strukturpunkte wieder auf. Commander orders to destroy her. Aircraft carrier King was detected. Alles klar. Also, Zusatzaufgabe ist Defense. Escort the Assault Trooper Carriers, Defense Elite Transport Ship, Destroy Aircraft Carrier King. Okay, also, der Aircraft Carrier muss raus. Oh, ich mache jetzt in dem Sinne, für mein Überleben mache ich es nicht so schlecht. Rausgefahren aus dem Kreis. Ich werde versuchen, jetzt wieder reinzufahren. Bin gleich ist mein Schaden wieder repariert. Ein bisschen kuscheln hier mit den. Uiuiui, ich bin hier aber auch. Da ist noch eine Missouri. Ich mache hier mal eine Smoke an, damit unsere Schiffe ein bisschen besser geschützt sind. Missouri raus. Wir kriegen von der einen Seite eine Campbellton. Ich kümmere mich um die Campbellton. Guck mal, was da ist. Die Agile. Das ist doch der französische neue Zerstörer. Focus Fire Captain. Campbellton raus.
Da sind Torps im Wasser, einer links. Ah, ich habe natürlich keine Premium Smoke aktiviert. Die Premium Smoke wäre jetzt hier sicherlich eine der besten Varianten. Ein Schlagschiff haben wir verloren. Oh, Hydro ist an. Eventuell wegen Torps. Okay, Oma heraus. Ah, atmosphärisch stimmt das hier aber, muss ich ganz ehrlich sagen. Atmosphärisch klingt das hier echt genial. So, wir sind gleich in der Landungszone. Providing cover to protect the landing troops of the advanced group. Of the advanced assault. So, Überraschungsangriff. Oh, da ist ein. Ich verstehe dich kaum, Moss. Ich werde gerade geblockt von so einer Kneipenau, weil die hier einfach nicht mehr sind. Ja. Oh, einer muss das Tor rausnehmen. Ja, ich würde gerne. Tor ist raus. Ja. Oh, da ist die Ranger. Da kümmert sich die Fitsche und die Kolo drum. Ich versuche hier drüben mitzumachen. Da ist noch die Agil. Na gut, Agil raus. Ne, Civil, nicht Agil. Diese komische. Sehr schön, jetzt ist er raus. So, da oben. Da oben sind die Reparatur, ist die Reparaturbase und ich müsste eigentlich noch mal eine Reparatur bekommen. Ich wollte gerade sagen, werde ich jetzt nicht mehr repariert.
Sehr schön. Ich hoffe, die Cleveland konnte nicht nur auf Torps absetzen. Focus Fire Belfast. Belfast raus, sehr schön. So, ich versuche jetzt die Schlachtschiffe hier noch rauszutorpen. Die ersten Torps sind auf den Nelson unterwegs. Drei Treffen. Weg. Sehr cool. Wir haben schon gleich 1800 Soldaten angelandet. Dann ist die, wäre die Mission dann auch erfüllt. Also ich muss sagen, auch hier macht die Mars unheimlich viel Spaß, wenn du die auf Entfernung schießen geskillt hast. Die kommt bei mir 13 Kilometer. Oh, es fehlen noch 28. Aber ich weiß jetzt im Moment gerade nicht genau, warum nicht weiter angelandet wird. Operation completed. Water zone was cleared von enemy ships. Of enemy ships. Okay. Hervorragend. Ja, sehr cool. Dann bin ich gespannt, wie viele Sternchen das jetzt waren. Vielleicht haben wir ja auch ein Schiff verloren. Na, weiß ich jetzt nicht genau. Nari, 1, 2, 3, 4, 5. Alle 5. Hervorragend. Sehr schön, Leute. Also, ihr konntet sehen, wie die Operation aufgebaut ist. Nehmt das, was ihr jetzt gesehen habt, bitte nicht ganz für voll. Es wird sicherlich in dem Live-Server ein Stückchen härtere Version davon kommen. Ihr wisst aber jetzt, worum es geht. Diese Landungsschiffe halt dorthin bringen, wo wir sie jetzt zum Schluss gesehen haben. Und es kommen dann dementsprechend starke Schiffe. Die Operation ist jetzt hier natürlich super gut gelaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Die Leute wussten, was sie tun. Wir sind da jetzt ein bisschen mitgeschwommen. Ich finde sie sehr atmosphärisch, diese Runde. Ich denke, sie wird auch hier wieder Spaß machen. Ja, 65.000 Schaden, Seesterne, na gut, das ist jetzt alles nicht so weiter dramatisch wichtig. Aber hier, die Kolo hat einen ganz guten Job gemacht und so weiter. Also, es ist am Ende, haben wir jetzt die Variante geschafft, alle Schiffe zu zerstören. Wenn das Anlanden das Ziel ist, dann fehlten uns jetzt 28 Soldaten zum Anlanden. Ich weiß jetzt nicht genau, warum es jetzt nicht weiterging. Vielleicht findet man das in der Zeit noch raus. Aber ja, ich denke, es war ganz eindrucksvoll und ihr konntet sehen, worum es bei dieser Operation geht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst liken, abonnieren und liken nicht. Weiterempfehlen ist auch immer gern gesehen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Ideen oder sonstiges, einfach unten rein damit in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sagen wir einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Haut rein!